Eingeschneite oder vereiste Windschutzscheiben. Das begleitet uns derzeit wieder fast täglich und sorgt da und dort für Stress und Hektik. Denn wenn man nicht rechtzeitig darauf schaut, dass man ihn hat, wenn man ihn braucht, dann fehlt ein Eiskratzer enorm. Wenn ich keinen Eiskratzer aus Kunststoff oder mit Metallklinge irgendwo griffbereit habe, muss ich mir etwas Ähnliches suchen. Am besten irgendein Kunststoffteil, das etwa diese Größe hat. Das kann ein altes Verpackungsteil sein zu Hause oder irgendwelche anderen Kunststoffteile von mir als Spielzeuge. Was ich nicht nehmen sollte, sind Scheckkarten. Es wird immer wieder empfohlen. Wenn es eine alte Scheckkarte ist, geht's. Aber die ich im Geldtaschel dabei habe, sollte ich nicht verwenden. Die sind nachher unbrauchbar. Und CD-Hüllen funktionieren eine Zeit lang, brechen aber sehr leicht und da kann ich mich schwer verletzen. Stichwort Pickerl. Seine § 57 Plakette zu zerkratzen, das geht gar nicht. Hier heißt es, lieber erst gar nicht putzen oder kratzen, denn eigentlich muss das Pickerl gar nicht sichtbar sein. Ja, wichtig beim Eiskratzen ist darauf zu achten, wenn möglich nicht die 57a Plakette zu zerkratzen oder abzukratzen. Das Fahrzeug ohne gültige Plakette oder mit zerkratzter Plakette abzustellen oder in Betrieb zu haben, wäre strafbar. Andererseits muss man erwähnen, es gibt keine Verpflichtung, die Plakette freizukratzen. Das heißt, die kann durchaus durch Eis bedeckt sein, das ist überhaupt kein Problem. Es reicht völlig aus, wenn der normale Scheibenwischer Sichtbereich frei gekratzt ist. Bleiben wir noch beim Thema Enteisen. Warmes Wasser kann unter gewissen Umständen beim Enteisen helfen, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Mit warmem Wasser irgendwie das Eis von der Scheibe zu bekommen, das funktioniert vielleicht. Nur bei sehr tiefen Temperaturen kann es passieren, dass die Scheibe einen Riss kriegt oder vielleicht eine kleine Aufplatzung, die man schon hat, von dort eben aufbricht. Und wenn ich kein warmes Wasser verwende, friert man das Wasser an einer anderen Stelle wieder fest. Also von Wasser würde ich mal die Finger weglassen. Man könnte sich einen Enteiserspray zulegen. Da ist die gleiche Substanz drin wie in der Scheibenwaschanlage auch. Und das ist der eleganteste Weg, die Scheibe frei zu bekommen. Überhaupt keine gute Idee ist es, sein Auto am Stand warmlaufen zu lassen und dabei die Scheiben zu erwärmen. Das ist verboten und kann ziemlich teuer kommen. Also so angenehm es im Moment bei den kalten Temperaturen vielleicht ist, muss man erwähnen, dass das Warmlaufen lassen des Motors verboten ist. Das ist einer der wenigen Punkte, der explizit im KFG erwähnt ist. Und der allgemeine Strafrahmen dafür würde sogar bis zu 5.000 Euro betragen. Um erst gar nicht in so eine Situation zu kommen, raten die ÖAMTC-Fachleute, am Vortag den Wetterbericht anzuhören und wenn notwendig, sicherheitshalber am Vorabend eine Thermodecke auf die Windschutzscheibe zu legen.